Durchsetzungsfähigkeit. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, ein Eintrag im Yoga-Psychologie-Podcast. Durchsetzungsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Und manchmal ist es gut, nachzugeben, manchmal ist es gut, sich durchzusetzen. Viele menschliche Verhaltensweisen sind polar angelegt. Das heißt, es ist manchmal hilfreich, die eine Seite und die andere. Dann ist hilfreich das andere. Jemand, der sich immer nur durchsetzt, der wird letztlich stur und starr. Und ja, jemand, der immer nur nachgibt, das ist dann jemand, der nie sich für die gute Sache richtig einsetzen kann. Es ist wichtig, manchmal sich durchsetzen zu können und manchmal ist es gut, nachgeben zu können. Durchsetzungsfähigkeit gibt es natürlich in verschiedenen Kontexten. Zunächst mal gibt es die Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dir selbst. Wenn du zum Beispiel dir vornimmst, jeden Morgen zu meditieren, Yoga zu üben und Atemübungen zu machen, dann geht es darum, ja, wirklich das auch umzusetzen. Dich gegenüber deinem eigenen inneren Schweinehund durchzusetzen. Du kannst dort geschickter rangehen oder du kannst es auch mit Willenskraft machen. Aber es ist wichtig, dass du auch dich durchsetzt. Dann gibt es die Durchsetzungsfähigkeit auch gegenüber deinen engen Mitmenschen, also zum Beispiel gegenüber deinen Kindern. Wenn du Vereinbarungen getroffen hast mit deinen Kindern, dann solltest du auch dich darum kümmern, dass die Kinder das umsetzen. Man sagt zwar heute nicht, dass man diktatorisch sein muss und alles bestimmen muss, aber grundsätzlich, du bist nicht gleichberechtigt mit deinen Kindern, wenn die Kinder noch jung sind. Eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit ist wichtig und auch deine Kinder werden das schätzen. Aber mach dir auch keine Gedanken, wenn du ab und zu mal nachgibst. Du willst ja deine Kinder nicht zu Knechten erziehen, sondern zu solchen, die selbstständig denken. Manchmal Durchsetzungsfähigkeit wichtig und manchmal loslassen. Gilt auch gegenüber dir selbst. Nicht immer ist es gut, dich durchzusetzen gegen deine Instinkte. Manchmal musst du auch dort nachgeben. Oder genauso, angenommen, du bist unter deinen Kollegen und dann geht es darum, welcher Vorschlag wird umgesetzt. Auch dort, manchmal ist es gut, deine Durchsetzungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Und manchmal auch gegenüber deinem Vorgesetzten. Da wird es aber schon schwieriger. Wenn du zu massiv vorgehst, dann wirst du dich nicht beliebt machen und das wird deine Durchsetzungsfähigkeit eben nicht hilfreich sein. Sondern da gilt es eher, geschickt zu sein, als starr dich durchsetzen zu wollen. Durchsetzungsfähigkeit natürlich auch bei Aufgaben. Das heißt, angenommen, du hast eine bestimmte Aufgabe übertragen bekommen und es wird schwierig. Und da ist es jetzt wichtig, dass du dort durchsetzungsfähig bist und dran bleibst. Nicht gleich aufgibst, wenn es schwierig wird. Dort brauchst du eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Aber um die Aufgabe zu erledigen, ist es auch manchmal wichtig, nachzugeben. Denn es gibt Dinge, die sind wichtiger und andere sind nicht so wichtig. Für richtige Durchsetzungsfähigkeit ist auch öfters gut, wenn du dir überlegst, was ist mein Anliegen, was ist das Ziel, was sind die Ziele, worum geht's mir? Und dann kannst du überlegen, und um dorthin zu kommen, was ist dort zielführend? Du musst dich nicht durchsetzen mit jeder einzelnen deiner Ideen. Manchmal können die Ideen von anderen besser sein als deine eigenen. Da wäre es ja unsinnig, wenn du deine einzelnen Ideen durchsetzt und nachher das Gesamtvorhaben scheitert. In diesem Sinne, Durchsetzungsfähigkeit heißt auch, öfters mal nachzugeben. Und jetzt überlege für dich selbst. Hast du ein gutes Gleichgewicht zwischen Durchsetzungsfähigkeit und Nachgiebigkeit? Ist es so, dass du die wichtigen Ziele so erreichen kannst, die wichtigen Anliegen erreichen kannst? Oder hast du dort einen Weg, der nicht ganz so gut ist? Also, Durchsetzungsfähigkeit, das war ein Vortrag zum Thema Durchsetzungsfähigkeit und Nachgiebigkeit. Einer, der dich hoffentlich etwas zum Nachdenken anregt. Diese ganze Hörsendungsreihe, alle Vorträge sollen dich ja zum Nachdenken anregen. Im Wiki von uns findest du auch etwas mehr über Wortdefinitionen und etymologische Herkunft der Begriffe. Diese Vorträge sollen immer auch etwas praktisch sein und dich zum Nachdenken bringen.
alle Internetartikel, unter anderem auch für Durchsetzungsfähigkeit, wie auch für Nachgeben, wie auch Loslassen, über Entsagung, Gelassenheit, findest du auf www.yoga-vidya.de.